Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Fez. Und ja, wir nähern uns langsam dem vorläufigen Finale, weil wir haben nicht mehr so viel. Wir brauchen nur noch fünf kleine Stückchen vom gelben Würfel und können damit dann die letzte Türe öffnen. Und damit werde ich auch das Let's Play fürs Erste beenden. Oh, hier gibt es noch eine Tür. Waren wir in der schon drin? Wo führt die hin? Ah, die führt hier hin. Gut, da gibt es eh noch ein Rätsel. Aber jetzt wollen wir erst einmal gucken, dass wir wieder hier hochkommen. Darüber hüpfen. Und den Weg dahin zurückfinden. Das müsste der doch gewesen sein, oder? Warst du der Weg zurück? Nein, warst du nicht. Du warst der Weg zurück, genau. Und ich bin froh, wenn wir diesen Friedhof hier hinter uns dann lassen können. Okay, jetzt müssen wir erstmal hier hoch. Uah, aua. Dabei sterben wir noch mal kurz. Weil wir es können. Hier ist schon mal nichts. Aber hier sind Stufen. Mir ist zu kurz gesprungen. Und an einer unsichtbaren Stufe zerschellt. So, hier hoch. Und hoch. Und dann waren es nur noch vier. Und ja, ich denke, dass wir die restlichen vier hier finden werden. Weil ich habe mir die Map mal auf Screen angeguckt. Es gibt nicht mehr so viele Orte, wo wir was finden können. Ja, hier sind schon mal drei Stück zu sehen. Und der Schädel dreht sich mit. Oh, ups. Okay, da war es schon mal nicht. Und gleich nochmal, weil es so lustig ist. Komme ich wieder hoch, so. Hier hinten komme ich nicht hoch. Ja, irgendwie bin ich jetzt hier in den Schädel reingekommen. Und irgendwie habe ich ein Gefühl, dass es hier auch einen Weg hoch zum Anti-Cube gibt. Na, nämlich genau den hier. Auch wenn mich das gerade jetzt etwas ablenkt. Haben wir einen neuen Weg freigeschalten und ouch. Der Fall war zu hoch. Der jedoch nicht. Jetzt würde ich erstmal noch da hochkommen. Den Sprung schaffe ich. Auf den Sarg, da komme ich auch. So. Jetzt gibt es hier nur noch ein Geheimnis. Und ansonsten... Ja, ein Problem. Denn ich weiß nicht, wo das letzte Würfelstück ist. Mal kurz rauszoomen. Vielleicht sehe ich das jetzt so besser. Es könnte dahinter der Eule sein. Hier oben gibt es keins mehr, was angezeigt wird. Hier auch nicht mehr. Nö, dann gibt es nur ein paar wenige Möglichkeiten. Entweder es ist hier hinter dem Raum mit der Eule.
Weil hier kann ich auch keins erkennen. Hier sind auch nirgendwo welche mehr eingezeichnet. Da unten in der Stadt wäre noch ein Weg weiter und hier wäre der Weg weiter und das war's dann auch schon. Ja, genau, das hier ist unsere Heimatstadt. Da ist nichts, da ist auch nichts mehr. Hier sind auch keine Stücke mehr eingezeichnet. Nö. Also bleibt nur der Weg hinter der Eule übrig. Und dann halt eben der Weg hinter der Stadt. Hier, der hier. Hier ist eh noch ein großer. Okay, dann würde ich sagen, da wir hier fertig sind, abgesehen von irgendeinem Rätsel, was uns noch fehlt. Hier waren wir übrigens schon drin. Danke. Wahrscheinlich sind wir da aus Versehen irgendwie reingeglitscht. Gucken wir noch mal oben auf den Schädel drauf. Die Minute nehme ich mir noch. So. Ach, da ist noch ein Geist zu mir. Leben nach dem Tod. Weltraum. Afterspace. Outer Life. Warst du alles? Hey, cool, die kann man verdrehen. Was bringt einem das? Moment mal, wo ist nochmal der Eingang? Hier ist der Eingang. Okay, dann drehen wir mal alle so in die Richtung. Nämlich in diese da. Hier hochhüpfen. So. Es fehlt nur noch der ganz obere. Diese Grabsteine scheinen drehbar zu sein. Ja, ja, das ist eine wissenschaftliche Vermutung. Genau. Das war also nur ein Versehen, dass wir da durchglitschen konnten, hä? Genau. Das war Zufall, dass wir da durchglitschen konnten. Gut. Das auch gelöst. So, hier runter. Jetzt haben wir nur das mit der Eule noch nicht gelöst. So, hier hin. Und dann würde ich mal sagen, da rein. Ist das der richtige Teleporter gewesen? Jo, das war der richtige. Hier müssen wir nur nämlich runter. Nein, nicht da lang. Da rein müssen wir. Da kommen wir in die Halle der Türen. Und da müssen wir jetzt in die
alte Stadt, genau hier. So. Und hier müsste auch irgendwo die Tür sein. Genau. Gucken wir mal, was sich dahinter verbirgt. Was macht man eigentlich, wenn man keinen einzigen Anti-Cube gefunden hat? Wahrscheinlich ein dummes Gesicht, hä? Weil hier ist wirklich nichts mehr. Hier ist wirklich nirgendwo mehr noch ein Cube-Teil zu sehen. Also. Was bist du? Erstaunlich. Diese Sternentor funktioniert. Und was macht es? Es schläfert Gomez ein. Wow, es bringt uns zu einem neuen Ort. Sieht abgefahren aus. Und auch hier ist nirgendwo ein Stück zu sehen, hä? Ja, ja, ist genug gedreht. Mir wird schon schwindelig. Okay, Karte geht nicht. Es fehlt ein Stück, das ist erdegöttlich. Und hui, wir sind im Weltraum. Müssen wir sein, weil Schwerkraft geht nicht mehr. Hm? Und wir drehen alles ziemlich langsam. Hui. Hui. Okay, und hier können wir nur noch um 180 Grad drehen. Und die Musik klingt komisch. Ja, bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Hier können wir wieder um 90 Grad drehen, ha? Wohin jetzt? Darüber, oder? Zumindest ist ja alles schwerelos. Na, so hoch kommen wir nicht. Kommen wir hier drauf? Nein. Hier kommen wir hoch und hier kommen wir hoch. Und hier kommen wir zu dem ganz großen Würfel. Okay, hier können wir auch wieder nur 180 Grad drehen. Ja, ich will in diese Tür rein. Und komm, es ist schwarz geworden und sein Face ist blau.
Ja, da fehlen noch ein paar Stücke von dem Würfel. Aber er dreht sich. Es ist blöd, dass uns das eine gelbe Stückchen durch die Lappen gegangen ist. Und wieder System Error. Wir werden rebootet. Juhu. Ja, das kennen wir alle schon. Face Enter drücken. Das kennen wir schon vom Anfang her. Und was passiert jetzt Schickes? Wir wachen wieder in unserem Haus auf. Mitsamt Face. Wir können die Welt wieder drehen, aber die Karte und gar nichts aufrufen. Hm. Und alles verpixelt. Warum zur Hölle verpixelt alles? Nein, wir haben das Spiel geschrottet. Die Grafik ist im Eimer. Hilfe, hilft uns denn niemand? Wir können nicht mal mehr mit den Leuten reden, hä? Heilige, heilige Scheiße. Was passiert hier? Ah. Ja, sterben können wir noch. Okay, wir sind gerade zu eindimensionalen Sachen mutiert. Ach, das Rot. Oh. Okay. Sind wir jetzt in Thorn gelandet oder was? Da ist ein großer weißer Würfel. Kommt jetzt hier Kernphysik auf Face-Art oder was? Nein, es kommt Epilepsieanfall. Blau, grün, lila, rot. Ja, toll. Okay, so kann ich das Spiel nur pausieren, das wollte ich nicht. Ja, das super kosmische Ende. Und Tetris-Bausteine, die Bausteine des Lebens. Ich glaube, das soll so eine Andeutung draus sein. Und wieder solche Gitternetzlinien. Die kriseln. Erdbebenstufe 42 oder so. Und oben auch gleich noch welche. Ja, toll. Passiert hier noch was Tolles? Nicht schon wieder der weiße Würfel. Der löst sich jetzt auf. Punkte. Toll. Sterne oder was? Und Gomez mit seinem Schlagzeug. Klingt irgendwie komisch für ein Schlagzeug. Klingt eher nach Gitarre? Klavier? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall freut sich Gomez tierisch. Und wir sind wieder im Menü.
Mitwirkende. Das will ich gar nicht sehen. Ja, ja. Fäß. Ich will jetzt nämlich noch einen kurzen Blick ins New Game Plus werfen. Neues Spiel Plus starten. Ja. Passiert hier noch was? Ich glaube, das Spiel hat sich aufgehängt. Ich glaube, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder und jetzt geht das Ganze auf. Jetzt kann ich mich auch wieder bewegen. Und habe wieder das Tutorial an der Backe. Und die Tür ist wieder zu. Warum zur Hölle ist die Tür wieder zu? Na, gucken wir wieder hoch zu Gieser, ob er uns was Neues zu sagen hat. Ah, da bist du ja. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Das Abenteuer wartet für dich, Kommissar. Gleich ist es soweit. Warte nur ab. Na, bitte. Ja, das Ganze kennen wir schon. Was hat uns der tolle Würfel dieses Mal zu sagen? Ah, toll, wir sind wieder hier. Ja, das können wir immer noch nicht lesen. Und jetzt füttert er uns wieder mit Matrix-Zeug. Ja, das kennen wir alles schon. Was kommt nü? Eine Sonnenbrille. Tatsächlich eine Sonnenbrille. Werden wir jetzt zu Arnold Schwarzenegger? Oder kommen wir zu den Men in Black? Way. Drücke rechte Alt, um in die Ego-Perspektive zu wechseln. Aha. Ah ja, cool. Jetzt können wir uns umsehen. Und dann macht er wieder Bumm. Ja, das kennen wir alles schon. Das würde ich gerne überspringen. Ja, das BIOS. Und Gommel schläft wieder. Und wir können wieder ins Inventar zugreifen und wir haben sogar noch alles. Es dürften auch die verschlossenen Sachen wieder offen sein, hoffe ich mal. Okay, damit würde ich mal ganz dezent sagen, das war's mit dem Let's Play.
fürs Erste. Ich schaue mich hier noch mal ganz kurz um. Ob nicht hier wirklich das letzte Stück noch liegt. Wenn nicht, ist das wirklich hinter in dem Gebiet hinter der Eule versteckt. Was ich ärgerlich finden würde, weil das eher ein Secret-Bereich ist. Aber ich sehe einfach nicht, wo das Teil sein sollte. Naja, wir werden es schon finden, während wir danach suchen. Aber gut, dann verabschiede ich mich hier erst einmal von dem Let's Play. Denn ab diesem Zeitpunkt hier, ab der nächsten Folge, wird daraus wohl ein Let's Clear werden. Auch wenn es bis dahin ein bisschen dauern wird, weil ich jetzt erst einmal eine Pause von Face brauche. Und ein bisschen rumrätseln muss, vor allem wegen den Buchstaben. Also gut, dann danke ich schon mal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei meinem Let's Clear und bei meinen anderen Projekten. Tschüssi!